Spanien, Frühjahr 2007. Modellpräsentation der Buell L25R. Für unseren österreichischen Journalistenkollegen Zonko hatten die Testfahrten folgendes Ergebnis. Die verschalte Version ist nur ein Vorreiter. Die Supersportler haben sie jetzt einmal in den Markt gebracht, um zu schauen, wie das ankommt, wie alles funktioniert. Und nächstes Jahr kommt dann die echte Waffe. Und hier ist sie, die echte Waffe. Buells Antwort auf alles, was stark und nackig ist, die L25 CR. In der Hauptstadt haben wir mit dem Kaffee Racer Kontakt aufgenommen. Der erste Blick bestätigt eine echte Buell. Knackiges Heck, bulliger Rahmen, der gleichzeitig als Tank dient und die obligatorische Einscheibenbremse am Vorderrad. Beide Buells, egal ob mit oder ohne Verkleidung, sind technisch nahezu identisch. 148 PS stark bei 111 Newtonmeter Drehmomentgewalt. Unkonventionell als Reminiszenz an vergangene Tage zu werten, der M-Lenker. Das Relikt der 70er und 80er Motorradjahre verbindet den sportlichen Stummel mit einer relaxten Superbike-Stange. Funktioniert super und passt perfekt zum Auftritt des L25 Kaffee Racer. Einen grundlegenden Unterschied zwischen Sport-Buell und der nackten CR gibt es dann doch. Der Antriebsriemen läuft hinten über ein größeres Ritzel. Damit reißt die Fuhre noch viel brachialer an als die Rennstreckenvariante. Und genau das hat Motorradredakteur Zonko aus Österreich erwartet. Was sagt der bekennende Liebhaber leistungsstarker Naked Bikes? Ich bin in meiner Voraussicht bestätigt worden. Was Buell jetzt geschafft hat mit dieser Naked-Version oder mit der kleinen Schale dort, das ist eine Naked-Version, ist, dass jetzt tatsächlich nicht nur im romantischen Sinne, sondern auch im technischen Sinne ganz weit vorn sind. Das Bike ist irrsinnig leicht. Und es hat irrsinnig viel Leistung. Und ich muss aber nicht drauf sitzen wie ein Gebückter hinter der Vollverkleidung, sondern ich kann den Fahrtwind spüren und habe ein tolles Handling und habe am Stammtisch jetzt endlich die Karten in der Hand, dass ich sage, passt auf, Jungs. Es hat wenig Gewicht und sehr viel Leistung. Und das ist natürlich ganz toll. Und das freut mich auch für Buell, dass das jetzt endlich geschafft haben. Mit.